Ahoi, Leute, und willkommen zurück zu Let's Play. Tote Insel, Definitive Edition, mit dem Karshay und mit der Fredde. Die absolut definitiv, ja, nur sehen halt nicht so. Oder? Ja, ich sehe da ja nichts. Nee. Ich hab einfach geraten, wie ich fahren muss. Hey, was geht, das geht, ne? Ja, genau. Wir haben aktuell die Aufgabe, Getränkkisten holen. Ja, das ist ja nicht mehr. Eine habe ich schon im letzten Part mitgenommen, weil ich mich an diese Kosten erinnern konnte. Und wir haben zwei Benzinkanister auf dem Auto, warum auch immer, aber... Muss so. Kirche wollte die haben. Sparen kannst du ja nicht. Ja. Ich möchte Benzinkanister. Ich möchte Politiker anzünden. Hä? Hm? Wie, ich habe jetzt 223 Meter links von uns ein... Fahnenkreuz-Symbol, dafür, dass wir jemanden töten sollten? Ach so. Also würde ich mal tippen? Ja, jetzt wo du sagst, ja. Macht schon Sinn. Aber warum? Weil wir jemanden töten müssen. Achso, nee, das Objekt abliefern. Ja, okay, das verstehe ich. Ah. Und jetzt müssen wir... Können wir hier durchfahren eigentlich? Geht schon. Oder? Guck mal, ne? Boom. Ja, anscheinend geht das. Gar kein Problem. Und dann müssen wir jetzt schon einen Tank gefahren. Ich weiß noch nicht, wo es lang geht. Okay, wir müssen hier jetzt rechts und vom Tunnel dann links. Ansonsten einfach den Berg runter, das geht auch. Ja. Wir müssen aber nach links und Berg runter, wäre Berg hoch, oder? Ja, gut, stimmt. Und ja. Unten einfach Trampolin hinstellen oder so. Oh hey, bam! Ich wollte ja eigentlich alle komplett wegrammen. Es ist... aus der Position heraus faszinierend, dass du es geschafft hast, nur einen einzigen zu treffen. Das würde ich als Skillshot bezeichnen. War geplant. Ja, was soll, wir helfen erst mit diesem Burschen hier. Ich habe irgendwie erwartet, dass du zu Voldemort ansetzt. Voldemort auch. Hallo, Herr Voldemort. Ich stehe direkt vor dir. Red nicht durch den Walkie-Talkie. Could you see if there's another way in? I'm sure there's all kind of crap we might find useful in there. Okay, klar, machen wir. Absolutely. I'll wait here by the front. Watch yourselves. Who knows what you'll find in there? Sure don't smell. Sind wir auf, dass ein Schläger drin ist. Er hat irgendwas von Arschloch gesagt, da habe ich gerade nicht aufgepasst. Und ja, er hat gesagt. Ja? Und er hat davon gesprochen, dass es nicht so schön riechen wird. Ich setze diese beiden Dinge einfach mal in direkten Zusammenhang hiermit. Nicht ganz. Er hat gesagt, dass das ist tighter than a nun's asshole. Kinda hard, not gonna lie. Ja, und wie sollen wir das reinkommen? Nicht. Ja, aber irgendwie so einen Weg finden. Nein. Spiel? Soll ich einfach anklopfen? Klopf, klopf. Klopf, klopf. Klappt nicht. Hm. Hat er von hier gesprochen? Weil ich sehe da andere Sachen auf der Karte, verschiedenste. Ja, das sind unsere, Quests, die wir gerade aktuell haben. Hm. Aber du hast ja jetzt gerade auch noch eine, oder ist die einfach nicht aktiv geschaltet worden, oder? Was meinst du? Dass wir ihm hier was freiräumen sollen oder so. Die ist nicht aktiv geschaltet. Hm. Du kannst keine Nebenquests erfolgen, wenn du Hauptquests im Kooperativmodus spielst, okay. Ja, die Notenbänke schon wieder. Ich vergaß, da war was. Ich hab gar keine, was wir hier tun sollen. Ich würde sagen, der kann jetzt mal hier selber zurechtkommen. Wir sind fast auf der falschen Seite eingestiegen. Machen jetzt die Tür zu. Das ist nie passiert. Ich glaube, der Schläger hat da drin gerade geschrien. Jupp, habe ihn gehört. Die eine. Ja, das stimmt. Haben wir ein Auto? Klar, wenn ich von einem Auto überfahren werde, mache ich auch solche Geräusche. Haben wir ein Polizeiauto? Polizeiauto? Ja, Polizeiauto fahren wir auch geil. Was wir jetzt nicht machen können. Wir ja, aber wir sind keine Polizisten, wir dürfen das nicht. Stimmt. Also aussteigen. Guck mal, welche Geld mit hatte. Ja, lutsch meinen Schwanz, du Bengel.
Oh ja, der hat 20 Dollar. Danke für gar nichts, Spiel. For real. SCP-Musik wieder. Sieht wenigstens verwest aus. Oh. Aber ist egal. Wenn trotzdem dein Weichchen fährt. Man kann es dir noch filetieren, dann haben wir was zu essen abzugeben bei dem da oben. Ah, hier kann ich jetzt eine Frucht essen. Tasty. Hier sind Getränkepakete. Oh, ja, sind viele. Da müssen wir so Benzinkanister, können wir unsere Benzinkanister weglegen. Ich weiß nicht, wie viel wir mitnehmen müssen. Da stimmt. Also hätte er gesagt zwei, aber ich weiß nicht, ob es bringt, wenn wir mehr mitbringen. So war das nicht gedacht. Was geht, das geht. Aber wenn man die schmeißt, sieht man die automatische Pistole. Komisch. Ist hier noch was? Schwaches Brecheil. Oh, ein Saftpaket, ja. Hey, das hat geklappt. Kobe. Oh, wir können ja die da hinten reinschmeißen, die Benzinkanister. Das klingt gut, ja. So wie die da hinfallen, könnte es sogar sein, dass wir drin bleiben, weil die nicht hier. Da ist auch noch einer. Schauen wir mal. Kobe. Ah, hat gut geklappt. Gleich haben wir die in dem verfickten What the fuck? Lebst du noch? Ja. Okay, gut, ich auch. Ich glaube, ich habe aber was im Hinterkopf. Ja, du hast ein ganzes Saftpaket in deinem Brustkorb. Das gefällt dem Auto auch nicht so gut. Ja. Das soll mal chillen. Okay. Also das kann ich mal. Ich habe ja noch einen Skillpunkt, sehe ich gerade. Dann fahren wir zurück. Nein. Bei mir ist Skill-Issue. Ich weiß gar nicht, wann ich gelevelt bin. Also ich würde mal schätzen, irgendwann zwischen vorhin und jetzt. Ja, das kann kommt eigentlich ganz gut hin. Wir sollten Portal 2 gut mal replayen. Ja, dann wär's tatsächlich das erste Mal auf meinem Kanal. Ich hätte damals nicht hochladen können, weil es so lang war. Oh ja, da war was. Ja, das wäre eigentlich mal eine Idee dann. Wäre eine Maßnahme. Hätte ich auch eigentlich Bock zu. Ja, ich auch. Vor allen Dingen, weil ich weiß auch nichts mehr von den Rätseln von damals. Das heißt, wir werden wieder genauso rumirren. Das ist wunderschön. Aber ne, hier ist das Ding. Hotel, da wollen wir gar nicht hin. Auto, lenkt doch ein bisschen mehr ein. Jetzt hängen wir schon wieder irgendwo. Gib doch Gas. Fahrzeug, Kraftfahrzeug, geben Sie Gas. Hat's geklappt? Bisher noch nicht. Schade. Irgendwo hängen wir. Warum? Oh. Was okay. Denn? Ja, du hast dich jetzt mehr bewegen können. Der Bosch ist ganz schön hoch. Du machst das schon. Ja, sag ich doch. Du machst das schon. Bin ich irgendwo hoch? Ja, sag ich doch. Ehre. Ja, kein Problem. Easy. Easy, not even close. Viel zu leicht, dieses Spiel. Ich dachte, den habe ich getötet. Hab auch erst gedacht, aber. Oh, den habe ich mitgenommen. Schön. Er hat auch einen Daumen oben, ne? Ja, wichtig. Muss man mitnehmen. Aber und dann töten. Das nicht so gut. Damit sie ihre Lektion lernen. Dann steigt nämlich nicht zu fremden Leuten ins Auto. So. Genau. Wir müssen noch irgendjemandem helfen gleich. Aber wenn wir jetzt die nächste Cinnabon-Mission annehmen, dann haben wir schon wieder eine Hauptquest aktiv, dann können wir die nicht aktiv schalten. Oder kannst du das vielleicht machen, weil du Host bist? Vielleicht kann ich das. Müsste man probieren. Oder ich gucke einfach gleich, wenn wir die Cinnabon-Quest abgegeben haben, ob ich das sehen kann. Und dann können wir merken, was wir da machen sollen oder wo wir hin sollen. Vielleicht ist die Frage, ob wir die mitnehmen sollen oder ob das reicht. Ich nehme einfach mal eins mit. Und schmeiß ihm ins Gesicht. Okay, ich lass die anderen mal unten und guck, was passiert. Ja. Cinnaboy. Ne, Moment, wir müssen irgendwo abliefern. Weil mit ihm können wir gerade nicht sprechen. Und der Marker ist doch hier unten irgendwo. Er hat ihn auch nicht interessiert, dass ich ihm ins Gespräch geworfen habe.
Ja, da unten ist so ein Bratter-Bratter. Ah, hier ist so eine Hinlegeplattform. Oh. Also, da ist er noch hinlegen. Wir haben hier vorne. Ah. Also, ich dachte, das ist einfach irgendwelche Objekte, die wir aufsammeln können. Hm. So? Du musst es mit F platzieren. Oh. Nicht hinschmeißen. Jetzt muss ich, wenn der ganze Saft kaputt wäre und. Was? Das wäre schon geil. Jetzt oder? Jetzt sehe ich was. Aber ich sehe keine. Bei mir ist da nichts. Ich sehe da das rote Ding, aber ich sehe da keinen Button irgendwie mit F platzieren oder so. Da steht nichts. Ich schmeiß mal weg. Nice. Wo ist es? Das hängt jetzt da oben. Also ich sehe das Ding hier platzieren. Das. Ah, das war gar kein tatsächliches. Ich bin nur blind, okay. Ja. Cineboy. Was ist das? Digga. Das ist mir täuschend. Oh, das ist ja neu gespottet, Scheiße. Zoom noch mehr rein, dein Spiel, danke. Arsch. So, dann gucken wir erstmal kurz. Oh, Geld. Ob ich sehen kann. Hilf halt an die Erde zu kommen. Das sind zu verfolgen. Okay, der Marker ist einfach nur am Rand. Ich red mal zu einem Boy. Okay. Silence. No trace of that guy. Said he could help us. Dominic's trying to boost the transmitter. Who knows how long that'll take. Meanwhile, everything you bring disappears in a flash. We're almost down to nothing. I was afraid to even think about it, but I don't think we have a choice. I need you to go look for supplies in the town. Can you do this for us? Gibt's denn bei erneut, ja. Gute Missionsbeschreibung. Those things are everywhere. But I have a plan. There's a truck we can use to punch through. I saw some blokes pull an 18-wheeler with a broken axle out of a ditch with it once. If anything can get through the tunnel, it's that rig. Guaranteed. I get to the parking garage and bring back that truck. Once you do that, then we'll worry about the rest. Okay. Okay. Geht's so, Teddy Bücher? Machen wir irgendwann, aber erstmal hören wir jetzt Harlan. Bin ich schön durch deine Cutscene gehoppelt? Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Du musst mir einfach creepy angucken von der Seite. Perfekt. So muss das. So. Erstmal zum Händler kurz gucken. Ach ja, der Kugelbrunnen ist ja da. Also Moment, ich hab schon fast was gekauft. Fühlbar. Ja, ich muss hier mal. Moment, halt, ich kann trotzdem, glaube ich, was verkaufen. Kann ich was verkaufen? 144 Zoll. Ach so, das ist kaufen, nicht verkaufen. Das Müll? Das kann ich ja verkaufen. Der kommt weg und wird das passen. Dann reparieren wir den ganzen Quatsch schon mal. Ja, das habe ich auch gerade vor. Und dann können wir zu Harlan fahren, zu gucken, was er von uns möchte. Na komm, reparieren, ja. Was verbessern noch? Zack. Oh, was kostet das? Okay, das kostet ganz schön viel. Ja, komm. Oh, Baby, den kann ich ja richtig was rausholen, glaube ich. Oh, Baby, da kann ich. Oh, ja. Also mein blaues Messer macht jetzt 334 Schaden. Das ist nicht schlecht, würde ich sagen. Boah, kann man sich nicht beschweren, ne? Ich kann ausrüsten und ich kann noch. Nein, die kann ich nicht ausrüsten. Wie viel Schaden macht's nochmal? Warte, ich muss kurz gucken. Ich war gerade auf dem anderen Menü. 334,6 Schaden pro Sekunde. Ah, das ist SPS, oder? Ja. 300 habe ich, glaube ich, bei keinem. Ich habe dieses blaue Messer, was ich bekomme, das war bei mir richtig. Also, das, was du mir gemacht hast, war kompletter Schmutz. Ah, geil. Also, es war halt irgendwie für Stufe, ab Stufe 7, meistens halt irgendwie ab Stufe 10 oder 12, bin mir sicher. Ich warte im Auto. Ja, ich guck gerade mal. Hoppala. Hier. Baseballschläger, Blutungen. Hoppala, da wollte ich hin. Reparieren. Der macht schon was, ja. Nicht schlecht. Zuverlässige Schraubenschlüssel, macht noch mehr. Ich mal kurz hier noch den. Das hier ist der Blutungen. Dann lege ich den doch einfach mal
Ja, den dann. Ja. Komm, mach mal da hin, dann geht das. Dann komme ich mal rein. Ja. Bam. Wie die Stadt in Bayern. Welche? Kam. Ähnlich. C-H-A-M, kein Schnert. Ja. Hört man doch immer mal wieder im Radio, ist immer irgendwas, keine Ahnung. Ich höre echt null Radio. Ja, ich höre halt Verkehrsfunk, ne? Ich aber nicht. Gut. Ja gut, ich pendle aber auch, glaube ich, ein bisschen länger als du. Ja, von also Steigung von null ist auch nicht schwierig. Ja, fair. Ich pendel halt Stunde bis eineinhalb. Und das ist ja, einfach halt gar nicht. Weg. Ja. Ja, das ist dann schon ein kleiner Unterschied, ja. Da würde ich dann, glaube ich, auch weniger Radio hören. Da würde mich eher interessieren, was auf den Datenstraßen abgeht. Ja. Klatsch. Oh, da liegt was auf unserer Motorhaube. Au. Ich hab's nicht gesehen. Das liegt bei mir noch immer da. Gut, bei mir nicht. Schade. Ist so ein rostiges Ding. Auto lenkt doch immer. Okay, Auto wollte nicht lenken, weil ich da gar nicht lang soll. Wir wollen erst uns so hart angucken, um zu gucken, ob wir ihm helfen können. Ich habe komplett vergessen, wo wir langfahren müssen. Ich denke einfach, wir müssen den Berg hier hoch. Du wirst das schon wissen. Genau, da war hier links abbiegen, meine ich, und dann kam der irgendwo auf der linken Seite. Wir sind sogar schon so weit, dass wir mit der Hauptmission jetzt in das nächste Gebiet, in die Stadt kommen. Da waren wir, glaube ich, vorhin auch nie. Jetzt, das Rohr. Ah, nice. Ja, liegt da rum. Kann man nehmen. Okay, das... Also, die Mission, der Missionsmarker war einfach hier am Rand. Was? Na, vielleicht einfach hier über die Steine hochklettern? Maybe. Und dann rüber hopsen. Warte, he saves me, but after all. Das hat funktioniert schon drin. Bin auch dran. Aua. Aufschlag machte Schmerzen. Boah, oh hey, du bist drin. Ja, servus, du kleiner Hurensohn. Was glaubst du, reißen zu können? Ach so, aua. Okay, fair. Kein Schnitt gegeben. Oh, erstmal direkt den Arm abgeschnitten. Geil. Und nochmal einen Schnitt abgeschnitten. Ist er in den Kopf oder was? Nee, okay, nicht leider. Ah, die Waffen machen echt gut Schaden. Zuverlässiger Hammer, oder die Schnauze hat einen Schlüssel. Ich hab das Ding mal aufgeschlossen. Ja, nehme ich mal mit. Erstmal hier alles klauen, bevor wir den Penner reinlassen. Immer gut. Hier ist noch ein Fact. True facts as stated by conservatives. So, da haben wir hier alles gemacht, dann können wir den Penner mal reinlassen. Hallo, Chalan. Hallo, Chalan. Helfen dir kann? I guess it wasn't the dead I smelled, but just the damp and mildew. Come here a second. Off on a baseball shot. Oh, geil. Name's Harlan. No, Chris. I'm an airline pilot, and I was staying at the hotel. Well, what are you going to do? Went to the airport, and this is as far as I got. So for now, the shack will have to do. Yo. I got food, I got water, but the only electricity comes from a gas-powered generator. I need more gas, and otherwise I'm gonna be sitting my ass in the dark. Eventually the situation will settle, but until then, you think you could help me out? Ja, klar. Beziehungsweise zum Glück haben die gerade weggeschmissen. Ja. Und eventuell aus der Welt gebackt. Ja, schon ist überall. Ja. Natürlich kann ich den Gas bringen. Hast du mir die Tür zugemacht? Ja. Wir haben nicht mal Saftpakete sind weg. Hä? Wir hatten doch 4 Stück mitgenommen. Stimmt. Unsere Ladefläche ist leer. Hatte irgendwer heimlich Durst? Wahrscheinlich du, oder? Vielleicht war ich im Unterzucker. Kann ich nicht sicher sagen, im Unterzucker werde ich vergesslich. RIP Unterzucker. RIP indeed. Oh, oh, das Rohr backt durch das Dashboard bei mir ein bisschen. Jo. Bei mir liegt es dann noch. Stimmt, das hätte auch vorlegen, schon liegen können, ich habe es einfach nicht gesehen. Oh, verständlich. Blob.
So, hier sind irgendwo die Dinger hingebackt. Oh hey, da ist eins. Eins liegt hier hinten. Ich glaube, die sind nicht mehr am Buggen hier, die sind einfach schon neu gespawnt. So ein Scheiß. Zwei Spuren, dann haben wir ja schon alles. Ich weiß nicht, dass wir nicht 1000 Stunden lang ihn noch suchen müssen. Ja. War schon ganz angenehm. Können die Ladung schlecht verteilen, indem sie weit hinten auf der Ladefläche steht? Ja, und vor allen Dingen auf gar keinen Fall die Ladung sichern. Ist wichtig. Ja, wozu auch? Ist doch dumm, wer das macht. Zeitverschwendung. Ja, eben. Einfach Vollgas. Geht schon. Solange ich der Ladung nicht sage, dass sie verrutschen darf, darf sie nicht machen ohne mein Konsent. Ja, eben, genau. Das ist ja ansonsten wäre das mal mindestens sexuelle Belästigung. Ja, am Arbeitsplatz sogar. Und? Ja, eben. Guck mal, na, schau hier. Hallo, Herr Bus. Nicht irgendwo gegen crashen. Das wäre ein Vorteil. Du fährst teilweise dermaßen schnell, dass ich Panik kriege, weil ich denke, du kannst nicht mehr reagieren. Aber du kannst doch reagieren. Easy peasy. Ich merke schon. Faszinierend. Hast du das Tor zugemacht? Ja. Yeah. Man kann sich aufmachen, wenn man das Ding in der Hand hält. Geil. Gott, ey. Wie geil. So, okay, wir müssen einfach hier hinstellen. Ja, ich auch kein Hazard Pay, du Penner. Cool Beans. Cool Beans, Junge. Here, take some cash. Ain't doing me any good here anyway. Ja, gib mal, du Hurensohn. Können wir ihn jetzt umbringen? Oh, noch eine Quest, ey. Hast du schon wieder die Tür zugemacht? Ich hab schon das gehört. I can make a couple Molotovs for you with the gasoline you brought me. You can take out a couple of those bastards at once. All I need are some empty bottles. And if there's whiskey in them, hell, that's even better. Er hat gesagt, dass er kein Hazard Pay zahlt. Allein dafür möchte ich ihm den Schädel einschlagen. Call or anything like that and I'll fix you right up. Okay, hat er das gesagt? Ich habe das so verstanden, dass er keinen bekommt, dass er es halt nicht selbst macht. Whiskey and I'll make you Molotov cocktails. Okay, ich habe schon wieder einen Molotov gemacht, aber haben wir die Quest nicht von einem anderen schon, dass wir irgendwie Molotov da hinbringen sollen? Ich glaube ja. Ah, okay, der Typ bei Cineboy will 5 Flaschen und unser Boy will nur 3 Flaschen. Ah. Weil ihm halt den Schnappes gebracht hat. Den Ziegen gebracht haben. Hab mal eben einen Fähigkeitenpunkt eingesetzt. Da wollte ich gar nicht hin. Was skillst du gerade eigentlich? Ich habe gerade Inventarplätze geskillt, glaube ich. Na, da habe ich auch schon reingeskillt, einen Punkt jetzt. Ja, also ich habe gerade einen reingeskillt. Hast du Raserei schon? Nein. Werde ich auch nicht holen. Wieso nicht? Also, weil ich mitgekriegt habe, dass es nicht lohnt ist. Ja, aber ist halt. Also für 0,4% der Situation ist ja halt in Ordnung. Also ein Punkt würde ich einfach reinskillen, dass du es hast, weil du hast halt den Skill und. Ja, oh, also ich meine, werde ich wahrscheinlich dann auch noch machen, aber ich ziehe andere Sachen halt erstmal vor, nicht? Hast du schon Dietrich geskillt eigentlich? Ja, auf Stufe 2. Brauchst du eigentlich gar nicht, weil ich Stufe 3 bin. Und ja. Würdest du den Punkt für was anderes verwenden, können wir zum Beispiel Inventarplätze vollskillen erstmal. Ja. Ja. Mag schon sein. Ich glaube, hier ist die Tiefgarage. Ja, das sieht nach einer Garage tief aus. Bonk. Hm. Ich glaube, die ist zu. Ich stehe in einer blöden Position. Okay, ich kann drüber sprechen, zum Glück. Ah, folgen wir vielleicht mal den Questmarker. Oder den Map-Marker. Ach ja, das ist ein Questmarker. Ist das Ding hier theoretisch fahrbar? Nee, ist es nicht. Hier waren wir schon mal. Ich glaube in einem der im zweiten Part oder sowas. Sind wir komplett rumgeeiert, weil wir nicht wussten, wo wir hin sollen, weil wir Maggie gesucht haben. Ja, da war was. Jetzt wurde es gesagt. Ich habe nicht gesagt, wo Maggie ist. Ha. Margaret Thatcher. Da ist ein Zombie! Boom! Also mehr Zombies. Das sind 2 von den Schlägern. Ich habe erstmal ein paar normale zum Zusammenschlagen hier. Na, was glaubst der du schon wieder? Der Vorteil bei meiner Waffe, also bei meiner Waffe ist jetzt, dass ich... Oh, der Westfield ist auch lustig. Dass ich den einfach mit einem Schlag die Arme abschlagen kann, den Schlägern, wenn ich den treffe. Das ist schon ziemlich fucking geil, du Befehl. Da gibt es noch Baserschläge, das ist für die. Bunk. Baseball. Honey Jail.
Horny Jail. Horny Jail, Horny Jail. Oh, eine Hotel-Schlüsselkarte. Oh. Deodorant. Ja, ich komm schon alleine gleich für bloß nicht. Geh erstmal looten. Ja. Ich hast du doch gezeigt, das kannst nicht. Ich habe einen neuen Skillpunkt. Ich skill auf nochmal extra Plätze. Weil extra Plätze sind cool, dann kann ich mehr Müll mitschleppen. Du musst hier viele Sachen zum Looten. Meins. Krieg ich auch noch was. Du hast die Schlüsselkarte auch mal eingesammelt, ne? Ja. Dann gehen wir hier mal rein, würde ich sagen. Ach ja, ich habe eine Schlüsselkarte. Hast du mir die geklaut? Was? Du hast die Schlüsselkarte da durchgezogen. Ja. Hast du mir die geklaut? Natürlich. Ich bin doch nicht dumm, oder was? Ja, hat er wieder recht, ja. Einmal bei neu und zurück. Hallo. Hotel. Einmal Hanoi und zurück. Ja, das ist hier das Progress Achievement, das wir in alle Bereiche gehen sollen. Ja, moin. Oh, gut. Ich habe mich gefragt, ist das hier eine Glasscheibe? Ich laufe gegen. Ja, aber es ist eine Glasscheibe. Man kann es zerprügeln, wichtig. Erst ein Kopierer auseinandernehmen. Eine Batterie genommen. Natürlich, ich habe auch mal Batterien beim Kopierer liegen. Ja, klar. Mimes Divers. Gott, Alter, ich hasse diese Leute. Warum sind hier über Glasscheiben? Ja. Weil modern und sowas. Wieso kann ich nicht einfach den ganzen Wein hier mitnehmen? Splash, Digga. Hab ich sie gerade kaputtgeschlagen? Was hast du kaputt gehaut? Die Scheibe hier. Wahrscheinlich schon. Hier ist noch ein Ausweis. Also ja, 30. Moin. Ja. Durch diese Wand hier, da habe ich jetzt zweimal durchlaufen, muss ich zweimal kaputt schlagen. Vielleicht haben wir nur eine Hälfte zerstört. Ist hier hinten was für uns? Ich habe auch ein paar Glasscheiben kaputt gemacht, auf jeden Fall. Ein Riesensnack. Ehre. Riesensnack. Inventar voll? Was Inventar voll? Gibt es dem gleichen volles Inventar, sagst du? Also jetzt steht da leer, also ich fang. Ach komm, was ist das? War keine Waffe. Ja, schönes. Das sind ein paar Hurensöhne. Das sind ein paar tote Hurensöhne. Ach, der lebt noch. Ist doch tot. Eine LP4000 Batterie ist da drin. Tasty. Na guck mal, der ist lustig angezogen, der vorne. Ja. Was gibt's denn hier noch schönes? Na Hure. Nicht beim Buselböder Zombie. Bei dem Hurensohn, sagst du? Hier ist so ein Fact. Oh, ne, Joink. Ah, ja, ein Riesensnack. Zombies würde ich auch gerne einen Riesensnack geben. Damn. Erstmal Sip nehmen, weil ich mich so hab. Da schnappen wir René schneller. Das war ein Snack, den wollte ich gar nicht. Da ist ein bisschen Geld für uns. Das ist ein Zimbel. Ich kann mich gar nicht dran, dass man hier durch musste. Wie sag mal, alles an Alkohol. Au, wo kommst du denn her, blöd Zombie? Erstmal snacken, wenn ich vom Zombie gefressen werde. Ist das so? Ja, servus. Habe Dere. Tschüss. War noch ein anderer? Irgendwie ein hier. War hier nicht hier links irgendwas? Waren wir im Giftshop drin? Wo waren wir jetzt? Wo ist denn? Nee, anscheinend nicht. Oh hey, ich bin bei einem anderen Typen. Ich laufe jetzt noch nicht so weit vor, dass ich die Cutscene auslöse. Ja. Hier sind noch zwei Läden. Oh, haben wir noch gar nicht ausgeräumt, sagst du? Ja, aber ist auch nicht so viel leider drin. Oh. Müll. Aber auch kein Fact oder sowas. Immerhin. Dann können wir zum Typen gehen, würde ich sagen. Gucken, was er für uns hat. Nicht viel, wie es aussieht. Ein paar Worte. Gut an dich. Du hast es so weit. Unfortunately, das ist so weit, wie du gehst. Okay. Das Security-System ist locked the doors. I can still help you get through to the parking lot. Was ist das für Augen? But first you gotta promise me something. Das weiß ich auch nicht. Partner Ken was trying to make his way here when he ran into a mob of those. Those things. If you find Ken, I'll tell you how to get to the parking garage, right? Okay. Fest dich mit deinen Augen, Alter. Aber ich würde sagen,
Wieso ändert Parts? Oh ja, da hast du in der Tat recht. Du hattest den Part eröffnet, ne? Ja. Dann wünsche ich euch... Warte mal. Ich wollte... mein Hirn funktioniert nicht. Gut. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Das wollte ich sagen. Und man sieht sich vielleicht wieder im nächsten Part. Haut rein. Tschüss. Tschüss.